Wir wurden gegen 17.30 Uhr zu einem Waldbrand alarmiert, haben festgestellt, dass Holzstapel in voller Ausdehnung brannten. Wir haben dann unter massivem Wassereinsatz haben wir 3 C-Rohre vorgenommen plus eine Wasserversorgung gelegt und einen Pendelverkehr eingerichtet. Wir haben dann noch Kräfte nachalarmieren lassen und werden jetzt noch zusätzliche C-Rohre vornehmen, dass wir massiv Wasser vornehmen können, damit wir das Feuer möglichst schnell ausbringen können. Zur Brandursache kann ich nichts sagen, aber aufgrund der anhaltenden Trockenheit und trockenen Wetters ist der Waldboden sehr trocken, sodass ein Feuer sich rasch ausbreiten konnte. Dieses konnten wir verhindern und müssen jetzt hier noch anziehen. Wir haben im angrenzenden Wohngebiet haben wir einen Brand anfassen können, haben dort eine Wasserversorgung zur Einfahrt und parallel dazu haben wir einen Pendelverkehr eingerichtet mit Löschfahrzeugen, dass wir stets Wasser vor Ort haben. Ja, auf jeden Fall keine Zigaretten wegwerfen, kein Grillen im Wald oder an trockenen Wiesen, sonst irgendwo, wo es trocken und brennbares Material gibt. Also grundsätzlich die 112 rufen, die Feuerwehr verständigen, damit wir schnellstmöglich vor Ort sein können, Hilfe leisten können bzw. das Feuer löschen können und am besten einen Einweiser hinstellen, damit wir die Einsatzstelle auch schnellstmöglich finden. Im Waldgebiet ist das immer etwas problematisch, da die Straßen schlecht beschildert bzw. gar nicht beschildert sind und das man eigentlich immer auf sich fahren muss. Und wenn sich die Personen nicht sicher sind, die Feuerwehr rufen, wir kommen lieber einmal zu viel raus als einmal zu wenig und dann sind alle auf der Sicherung.